Genau, also neben mir, Entschuldigung, wir hatten ein kleines tontechnisches Problem. Es hoffentlich hat sich jetzt behoben. Neben mir sitzt Damaris. Damaris ist Nachwuchsgruppenleiterin an der HU Berlin am Geografischen Institut. Damaris hat hier an der Universität Potsdam studiert, Geoökologie, hat auch an der Uni Potsdam promoviert in 2011 und war dann längere Zeit Postdoc, zunächst einmal in Potsdam und ist dann später in die Schweiz gegangen. Seit Anfang diesen Jahres, 2018, ist Damaris Nachwuchsgruppenleiterin mit einer DFG Ermin-Noether-Gruppe an der Humboldt-Universität zu Berlin. Genau, Damaris, wir sehen ja, dass du relativ lange eine Postdoc-Phase hattest. Das habe ich jetzt einfach erstmal so pauschal gesagt, 3 Jahre in Potsdam, 4 Jahre in der Schweiz. Vielleicht kannst du uns noch mal 2, 3 Sätze genauer sagen, wie diese Zeit für dich war und vielleicht auch, wann du genau die Entscheidung getroffen hast, dich auf eine Nachwuchsgruppe zu bewerben oder wann, ne, du hast ja wahrscheinlich nicht 2017 gedacht, so jetzt mache ich es mal, das ist ja wahrscheinlich ein längerer Prozess. Genau, wie war das für dich? Also als erstes muss ich sagen, dass ich natürlich gar nicht die 3 plus 4 Jahre wirklich als Postdoc gearbeitet habe. Da kamen Zeiten dazwischen der Kindererziehung. Also ich habe 2 Kinder, bin dann natürlich irgendwie teilweise ausgestiegen mit Elternzeit. Habe nach meiner Zeit in Potsdam eine Marie-Curie-Stelle bekommen oder ein Marie-Curie-Stipendium bekommen, um in die Schweiz zu gehen. Und eigentlich war dann schon die Idee, dass ich eben 2 Jahre Ausland mache und dann zurückkehre mit einer Nachwuchsgruppe. Habe dann aber schnell festgestellt, man braucht eben doch eine lange Vorlaufzeit, um so eine Nachwuchsgruppe zu beantragen. Man muss beantragen, man muss warten, bis es bewilligt wird. Und es hätte geheißen, dass ich eigentlich im ersten halben Jahr in der Schweiz schon wieder einen Antrag schreiben musste, weswegen mein damaliger Chef zum Glück gesagt hat, entspann dich mal ein bisschen, mach wenigstens ein Jahr in Ruhe Forschung und dann denkst du über einen Antrag nach. Habe dann in der Zwischenzeit auch noch einen anderen Antrag in der Schweiz durchgekriegt. Dadurch hat sich das alles so ein bisschen nach hinten geschoben. Ja, aber die Idee grundsätzlich war eben sehr früh da. Das war das erklärte Ziel, eigentlich wieder nach Hause zurückzukehren. Super, genau. Wir fangen jetzt noch mal einen Schritt vorher an und gucken uns erstmal an, was es überhaupt für Programme gibt, wenn man sich entscheidet, eine Nachwuchsgruppe zu beantragen. Genau, also für euch als kleinen Überblick, was wir in den nächsten 45 Minuten behandeln und besprechen möchten, ist einmal, dass wir euch eine kleine Übersicht geben, was es für Förderprogramme gibt in Deutschland. Was sind hier Unterschiede? Was sind halt Besonderheiten, Gemeinsamkeiten? Und wir wollen dann zusammen im Gespräch mit Damaris ein bisschen rausbekommen, wie läuft denn der Bewerbungsprozess ab? Wie und wann bereite ich mich darauf vor? Was muss ich da vielleicht noch beachten? Wie lange dauert das? Wie richte ich dann auch, wenn ich eine Nachwuchsgruppe erfolgreich eingeworben habe, wie richte ich mir diese Gruppe ein? Was heißt das, Leitung einer Nachwuchsgruppe? Was kommen da für Herausforderungen auf mich zu? Dann, was gibt es für Perspektiven? Wie sieht es aus mit der wissenschaftlichen Autonomie? Was sind sonst noch für Chancen und Risiken, die man vielleicht jetzt so erstmal gar nicht auf dem Schirm hat? Ich möchte dazu sagen, dass wir bei der Übersicht der Förderprogramme euch wirklich eine grobe Übersicht geben und wir sagen jetzt nicht programmspezifisch die einzelnen Programme behandeln. Wenn da sehr spezifische Fragen sind, dann bitte ich euch, sagen die entsprechende Kontaktperson anzusprechen für die Programme. Aber genau, unser Ziel ist es, euch jetzt erstmal zu zeigen, was gibt es denn alles. Genau, hier seht ihr erstmal Förderprogramme in Deutschland, die uns bekannt sind. Ich will dazu gleich sagen, ich garantiere hier nicht für eine Vollständigkeit. Wenn ihr Programme habt, die jetzt hier nicht aufgeführt sind, die ihr aber kennt, dann freue ich mich wirklich über jede E-Mail von euch mit dem Hinweis, dass es halt noch das ein oder andere Programm gibt. Aber grob kann man die Programme im Prinzip so ein bisschen clustern. Das heißt, es gibt Programme der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Fraunhofer, Max Planck, Helmholtz und Leibniz-Institut. Dann gibt es natürlich die europäische Forschungsförderung, den ERC Grant, der relativ bekannt ist, von der DFG, das Ermin-Noether-Programm ist auch relativ bekannt. Dann gibt es Stiftungen, die Nachwuchsgruppenprogramme anbieten. Zum Beispiel vielleicht noch bekannt ist auf jeden Fall das Freigeist Fellowship der Volkswagen Stiftung. Und dann gibt es Programme, die speziell vom Bund und oder vom Land finanziert werden. Unter anderem vom BMWF, das ab und zu Nachwuchsgruppenprogramme anbietet, aber auch vom Land NRW zum Beispiel. Genau.
Das ist jetzt ja erstmal eine Fülle und ich weiß nicht, Damaris, kanntest du die alle Programme, die ich jetzt hier aufgelistet habe, oder sagst du, so war das auch für mich irgendwas Neues? So war mir das gar nicht bewusst, dass es so viele Programme gibt. Nein, ich kannte die nicht alle. Also ich bin auch überrascht, die jetzt alle auf Papier zu sehen. Ich kannte natürlich ein paar. ERC und DFG sind sehr bekannt. Das weiß man. Robert Bosch und Freigeist habe ich auch immer mal gehört oder zumindest kriegt man da ab und an mal die Information, dass da jetzt eine neue Ausschreibung läuft. Helmholtz und Max Planck sagt mir was. Leibniz ist ja sehr neu. Das gab es natürlich zu meiner Zeit, als ich drüber nachgedacht habe, noch nicht. Aber genau, BMBF kannte ich den. Aber nicht alle. Also ich finde es auch interessanter, jetzt nochmal eine Aufstellung zu haben. Sehr schön. Das ist jetzt auch mal natürlich die Frage, da kommen wir jetzt in der nächsten Folge zu. Nach welchen Kriterien wähle ich denn so ein Programm aus? Also geht es mir irgendwie darum, dass ich besonders viel Geld bekomme für eine besonders lange Zeit? Natürlich sind viele Programme auch auf bestimmte Fachrichtungen spezialisiert. Da kann man sich dann irgendwie rein formal schon gar nicht bewerben. Dann ein wichtiges Kriterium, wo wir auch immer wieder die Rückmeldung bekommen, wie lange darf denn die Promotion zurückliegen? Dann gibt es noch andere Besonderheiten, die man beachten muss. Auslandserfahrung, gibt es vielleicht eine Tenure-Track-Option? Ist das für mich wichtig? Und wie sieht die Mobilität aus? Hast du nach bestimmten Kriterien jetzt das Eminöter eigentlich ausgewählt oder war das das Programm, was am besten für dich gepasst hat oder wie bist du zum Eminöter gekommen? Ich glaube, ich bin zum Eminöter gekommen. Also eigentlich war es schon immer im Kopf, dass Eminöter eine gute Option ist. Ich habe auch mir BMBF zum Beispiel angeguckt oder Robert Bosch. Das kam aber für mich meistens nicht in Frage, weil es halt zu spezifisch in eine Fachrichtung ausgerichtet war, die ich einfach nicht bedienen konnte, während Eminöter natürlich die Freiheit gibt, jegliche Forschung zu betreiben, die man möchte. Ich habe selber auch noch mit ERC und Sofia Kowalewskaja geliebäugelt, aber Sofia Kowalewskaja, da war ich dann einfach nicht lange genug im Ausland, da hätte ich noch länger warten müssen, um das zu beantragen. Und ERC muss man dann eben abwägen, dass die eben auch eine risikobehaftete Forschung wollen und für die Forschung, die mir dann vorschwebte, für den Antrag, der mir vorschwebte, der sich immer klarer herauskristallisiert hat, habe ich dann einfach die Entscheidung getroffen, dass es nicht risikobehaftet genug ist, um den ERC zu beantragen. Und so hat sich dann eigentlich eher so durch Ausschlussverfahren das Eminöter-Programm herauskristallisiert. Und weil ein wichtiger Punkt, wie ich eben schon meinte, ist immer diese Promotion. Wie lange darf die zurückliegen? War das bei dir ausschlaggebend oder bist du da gar nicht sozusagen in die Bedrohung gekommen, dass deine Promotion eventuell zu lange zurückliegt? Ich habe es immer im Hinterkopf behalten. Allerdings hatte ich natürlich auch den Vorteil in Anführungsstrichen, dass ich zwei Kinder habe und dadurch natürlich auch Kindererziehungszeiten angerechnet bekomme. Dadurch war für mich jetzt die 4 Jahre, wie es bei der DFG gibt, die Frist eigentlich nie limitierend, weil ich eben noch 2 plus 2 Jahre extra bekomme. Im Prinzip bin ich jetzt noch direkt nach meiner Promotion in den meisten Augen der Förderprogramme. Man sollte es aber immer im Hinterkopf behalten. Also ich rechne auch jetzt schon immer im Hinterkopf, wann ist der letzte Zeitpunkt, wo ich ERC beantragen könnte. Das ist schon wichtig, dass man es ungefähr auf dem Schirm hat. Genau, weil wie ihr seht, ich habe das mal so grob hier aufgezeigt, wie diese Promotionsdauer, wie die das die Programme beeinflusst. Und man sieht schon, dass bei 6 Jahren bei vielen Programmen sozusagen so der Cut ist. Aber wie du auch schon mal sagst, Elternzeiten werden zum Teil angerechnet. Das ist aber auch programmspezifisch. Also da müsst ihr euch wirklich informieren. Und was auch ganz wichtig ist, da hattest du mich auch nochmal darauf hingewiesen, nicht alle Programme berechnen diese Dauer der Promotion gleich. Also da muss man auch nochmal speziell gucken, wie das berechnet wird und ob ich dann sozusagen für das Programm formal überhaupt schon mal geeignet bin. Genau. Wir werden jetzt in den folgenden 2, 3 Folien nochmal kurz auf die einzelnen Programme eingehen und vielleicht ein paar Besonderheiten hervorheben. Wir fangen mal an mit den Programm der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Hier muss man beachten, dass sozusagen der Aufbau einer Gruppe natürlich an einem Institut erfolgt und es oft auch eine kooperative Antragstellung erfolgt. Das heißt, man bewirbt sich zusammen mit einem Institut als Wissenschaftler. Das heißt, dass die Forschungsthemen institutsbezogen sind meistens, wobei Max Planck auch manchmal themenoffene Ausschreibungen hat, die mal natürlich dann aber an ein Institut angesiedelt werden müssen, was thematisch halt passt. Zum Fraunhofer Attract ist vielleicht noch zu sagen, dass das Fraunhofer ja bekanntlicherweise sehr anwendungsorientierte Forschung macht und da wirklich das Ziel ist, dass man am Ende ein vermarktungsfähiges Produkt hat, wenn man sich bewirbt.
Und Attract sagt vielleicht auch so ein bisschen schon der Name. Das heißt, man darf sich nur bewerben, wenn man vorher nicht beim Fraunhofer gearbeitet hat, direkt. Das heißt, man muss sich als externe Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler bewerben, ein Institut finden, da den Kontakt aufnehmen und kann sich dann zusammen mit dem Institut auf das Programm bewerben. Interessant ist auch noch, weil es relativ neu, du hattest gesagt, das kannst du auch noch nicht, ist das Lise Meitner Exzellenzprogramm. Das gibt es seit diesem Jahr, 2018. Es ist speziell für Wissenschaftlerinnen der Max-Planck-Gruppe. Und genau hier hat man wirklich den großen Vorteil, dass so eine Teilnahme am Tenure-Track-Verfahren garantiert wird. Also wenn man das erfolgreich eingeworben hat, hat man ein garantiertes Tenure-Track-Verfahren und es wird einem auch garantiert, dass man in die Gruppe aufgenommen werden kann, die später zum Beispiel an Max-Planck-Direktorstelle bekleiden können. Genau, das ist zu den Außeruniversitären. Dann gibt es die Programme der Stiftungen. Die sind meistens, also das Freigeist Fellowship der Volkshochschulstiftung nicht, das ist fachgebietsoffen. Die anderen sind meistens fachgebietsspezifisch. Da muss man dann gucken, ob man mit seinem Thema und mit seiner Fachrichtung in das Programm passt. Genau, das Max-Eder-Programm zum Beispiel ist für Mediziner und Naturwissenschaftler im Bereich Onkologie. Das ist eine Besonderheit, das ist auf jeden Fall, dass die Antragstellung mit dem Ortswechsel verbunden sein muss. Das heißt, entweder war man vorher im Ausland und kommt zurück, oder man kann auch innerhalb Deutschlands dann den Ort wechseln. Obwohl die Voraussetzung, glaube ich, bei vielen Programmen gegeben ist, dass man eine gewisse Auslandserfahrung aufweist. Du hattest mir gesagt, beim Eminöter ist das kein Muss, wird aber positiv sozusagen gesehen, wenn man Auslandserfahrungen hat. Es ist kein Muss mehr. Also es war ja lange Zeit ein Kriterium, dass man im Ausland gewesen sein muss. Es wird auch meiner Meinung nach nach wie vor empfohlen, dass man zumindest 12 Monate im Ausland war. Früher waren es mindestens 2 Jahre. Es wird aber auch gesagt, wenn man nachweisen kann, dass man ein sehr gutes internationales Netzwerk hat, dann wird das auch anders bewertet. Und ich kenne auch Nachwuchsgruppenleiter, die immer sogar, also es ist natürlich eine große Ausnahme, aber die sogar an einem Ort geblieben sind, aber sich eben trotzdem da heraus ein großes Netzwerk aufgebaut haben. Genau, aber es gibt, ich stelle jetzt noch 2 weitere Programme vor, wo diese Auslandserfahrung sozusagen essentiell ist, eine Voraussetzung. Das ist einmal das Programm der Alexander von Humboldt Stiftung. Da hast du gesagt, bist du schon rausgefallen, weil du sagen, nicht lange genug im Ausland warst. Da ist eine Auslandsaufenthalt von mindestens 5 Jahren Voraussetzung. Das Programm ist fachgebietsoffen und es ist eigentlich ein Programm, deswegen habe ich es extra dabei hingeschrieben. Nur circa ein Drittel sind Deutsche, die man sozusagen mit dem Programm zurück nach Deutschland holt. Der Rest sind wirklich Leute mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die sozusagen aus dem Ausland dann nach Deutschland geholt werden. Ein weiteres Programm ist das NRW-Rückkehrerprogramm. Auch das ist speziell für Rückkehrer, die vorher im Ausland waren. Hier ist ein Auslandsaufenthalt von mindestens 12 Monaten Voraussetzung. Ich gehe da noch mal so ein bisschen näher drauf an, auf das Programm. Das ist nämlich nicht ganz so bekannt, ist aber eigentlich ein gutes Programm mit einer relativ guten Ausstattung auch. Man bekommt eine Nachwuchsgruppe für 5 Jahre und 1,25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt vom Land NRW. Man darf sozusagen nur im Land NRW bleiben, darf da zwar den Standort wechseln, darf aber sozusagen nicht mit dem Geld oder mit seiner Gruppe außerhalb des NRWs gehen. Man muss, wie gesagt, im Ausland gewesen sein, dort erfolgreich geforscht haben. Eine weitere Voraussetzung ist es aber, dass man vorher sozusagen einen Lebensmittelpunkt in Deutschland hatte. Deswegen ist es ein speziell für Rückkehrer gedacht. Eine ausländische, eine deutsche Staatsangehörigkeit ist aber keine Voraussetzung für das Programm. Das Programm wird nächstes Jahr wieder ausgeschrieben. Es erfolgen jährlich Ausschreibungen, die immer verschiedene Schwerpunkte setzen. Also auch da ist sozusagen jetzt nicht eine Fachrichtung vorzusehen, es ist immer spezifisch jede Ausschreibung. Genau, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, ich habe hier unten in dem Kasten, gucke ich gerade mal drauf, auch die Kontaktadresse angegeben. Da könnt ihr euch dann noch weiter informieren. Genau, das ist nochmal ein Überblick, wo ihr euch Informationen und Beratung herholen könnt. Das sind einfach mal ein paar Kontakte angegeben. Was ich euch noch als Tipp mitgeben möchte, und es hat auch der Hubert Detmar am Dienstag schon so schön gesagt vom DHV, behelligt die Leute. Also es war ja früher, hieß es mal so, ach, bloß nicht so oft viel anrufen und die nicht nerven, aber ich kann euch wirklich als Tipp geben, dass ihr bei den jeweiligen Kontaktpersonen anruft, mit denen sprecht und euch wirklich informiert, bevor ihr eine Bewerbung vorbereitet. Das heißt natürlich auch, dass man sich vorher erstmal die FAQs durchliest und guckt, ob vielleicht seine Frage schon beantwortet wurde.
Aber es ist wirklich hilfreich. Es gibt für jedes Programm eine Kontaktperson, es gibt für jedes Programm eine Internetseite und man kann sich da wirklich informieren. Bist du mit der DFG im Vorfeld in Kontakt getreten mit der Kontaktperson zum Beispiel vom Emmy Noether oder hast du da die Information noch eingeholt? Nicht direkt. Also ich habe im Vorfeld viel gehört, zum Beispiel vom COWI, von der nationalen Kontaktstelle, habe mir auch einige Workshops besucht, zum Beispiel zum ERC, habe mir dann zum DFG-Programm hauptsächlich durch bereits geförderte Emmy-Noether-Nachwuchsgruppenleiter viele Informationen geholt und dann erst in einer relativ späten Phase den direkten Kontakt gesucht. Aber habe auch das gemacht. Also es gibt dann immer noch wenigstens zum Schluss ein paar Kleinigkeiten, die man eben doch nochmal, die programmspezifisch sind, wo man irgendwas wissen will. Wie kann ich das formulieren? Kann ich das als Forderung stellen, etc.? Und da hilft es immer, dort anzurufen. Genau, also ich habe auch gesehen, dass bei vielen Programmen wirklich gesagt wird, schicken Sie uns erstmal einen kurzen Lebenslauf und wir gucken, ob Sie dafür das Programm geeignet sind, dass man einfach schön formal da nicht rausfällt. Und was natürlich auch meiner Meinung nach wirklich wichtig ist, dass man Kontakt zu Leuten sucht, die so ein Programm eingeworben haben, in deinem Fall Emmy Noether. Auch beim ESC gibt es wirklich eine wunderbare Aufstellung von den Leuten, die gefördert sind, auch nach Fachbereichen, das kann man wunderbar sortieren. Und da kann man auch einfach ein bisschen das Gefühl bekommen, wer wurde denn in meinem Bereich schon gefördert? Passe ich da rein? Bin ich auf dem gleichen Stand? Bin ich bereit für so eine Bewerbung? Genau, das war jetzt erstmal der erste Blog. Ich gucke jetzt mal kurz zu Anne rüber. Gibt es irgendwelche Fragen? Noch nicht. Sie schüttelt mit dem Kopf. Wunderbar. Dann steigen wir jetzt mal so ein bisschen in den Prozess ein, in den Bewerbungsprozess. Wir sind jetzt sozusagen an dem Punkt angekommen. Wir haben uns entschieden, oder du hattest dich entschieden, es soll jetzt das Emmy-Noether-Programm werden. Deswegen, wie finde ich das richtige Programm? Da hatten wir, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen. Wie viel Zeit sollte ich denn jetzt so einplanen? Also hast du dir so vorgestellt, ich mache jetzt mal die Bewerbung und dann so ein Jahr später habe ich meine Gruppe oder wie viel Zeit sollte man einplanen realistisch? Genau. Also man sollte sich natürlich mit jedem Programm immer damit beschäftigen, welche Bewerbungsfristen es gibt und wie lange dann die Entscheidung dauert. Beim Emmy Noether-Programm hat man klar den Vorteil, dass man immer einreichen darf. Da muss, während beim ERC zum Beispiel ja nur einmal pro Jahr die Bewerbungsfrist ist. Und beim ERC ist ganz klar ausgeschrieben, wie lange das dann auch dauert, bis die Entscheidung da ist. Beim Emmy Noether gibt es so eine ungefähre Richtlinie, dass es so 4 bis 6 Monate dauern kann. Genau, also das muss man erstmal auf dem Schirm haben, wie lange das dann überhaupt dauert zwischen der Abgabe und der finalen Entscheidung. Und davor braucht man natürlich auch noch eine gewisse Vorlaufzeit. Das, denke ich, ist individuell unterschiedlich. Also man sollte sich, denke ich, frühzeitig darüber im Klaren sein, was man eigentlich machen will. Und wenn man über längere Zeit, also ich kann nur empfehlen, dass man sich auch über längere Zeit immer schon Notizen macht, was man an Forschungsfragen interessant fände und dann eigentlich nach und nach sich das Thema erschließt. Und umso einfacher fällt es dann letztendlich, den fertigen Antrag zu schreiben, weil man dann ungefähr das Gerüst schon im Kopf hat. Hilfreich ist auch, sich zum Beispiel schon eine konzeptionelle Übersicht zu erarbeiten und dann ist eigentlich das, wenn das alles im Kopf und konzeptionell grafisch aufbereitet ist, ist das Schreiben, finde ich, nicht das Limitierende. Also das Schreiben würde ich jetzt wenigstens 2 volle Wochen einplanen, bis zu einem Monat, aber auch nicht viel mehr. Man sollte aber wissen, was drumherum noch alles zu beachten ist. Und zwar ist es schon wichtig, natürlich den Ort, den man sich aussucht, die Institution, ist sicherlich auch nochmal von Programm zu Programm unterschiedlich. Bei der DFG, beim Emmy Noether speziell, ist es so, dass man sich sogar 2 Orte aussuchen darf und das auch sollte. Die Unis, die sagen einem dann gerne, nein, im Antrag sieht es bestimmt besser aus, wenn man sich im Vorfeld schon für eine Institution entscheidet. Das ist wirklich nicht so. Also lasst euch da von den Unis nichts einreden. Die DFG macht es mit Absicht, dass man sich 2 Institute aussuchen darf. Und die machen das, weil man dann nach der Bewilligung nochmal einen gewissen Verhandlungsspielraum hat. Und den braucht man auch bei der Uni. Weil in 6 Monaten kann viel passieren an den Unis. Auf einmal haben sich die Spielregeln geändert. Der Ansprechpartner ist nicht mehr derselbe. Die Räumlichkeiten sind nicht mehr dieselbe. Also man braucht diesen Verhandlungsspielraum. Genau, und dafür sollte man auch Zeit einplanen, sich das Institut zu suchen und mit denen schon einiges aushandeln. Das würde ich nicht unterschätzen. Ich habe es leider nicht gemacht und würde es jetzt jedem empfehlen, das grundsätzlich sich auch ganz viel wirklich schriftlich geben zu lassen. Und das kann mitunter eben der
der größere Zeitaufwand sein im Vergleich zu dem, was man eigentlich braucht, um den Antrag zu schreiben. Genau, ich meine, das ist ja auch speziell, so wie du warst ja auch Rückkehrer, das heißt, du hast dich aus dem Ausland beworben. Ist es da nochmal besonders schwierig, mit den Institutionen Kontakt aufzunehmen? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Du entscheidest für dich jetzt, ich möchte den Emmy Noether beantragen und dann scrollst du mal, so sag ich mal, ne, die Universitäten und Einrichtungen ab und dann kontaktierst du die oder entsteht es meistens aus einer Kooperation, die man vorher schon hatte oder genau, nach welchen Kriterien hast du dir deine Institution ausgesucht? Für mich war schon im Vordergrund, dass ich in die Heimat zurückkehren will, aus familiären Gründen, und habe dann aber schon geguckt, was gibt es hier im Umfeld, was für mich interessant wäre. Und für mich war zum Beispiel interessant, dass in Berlin ein Biodiversitätszentrum entstehen sollte und dass ich dadurch einfach das Gefühl hatte, da könnte ein kollaboratives Netzwerk entstehen oder bereits vorhanden sein, wo ich viele Anknüpfungspunkte habe. Also diese fachlichen Anknüpfungspunkte sind, denke ich, sehr wichtig. Man kann auch anders entscheiden, aber dazu vielleicht gleich. Wichtig ist, denke ich, dass man dann die Leute gezielt anschreibt, also eigentlich entweder Professoren in dem Fachbereich oder die Fachbereichsleiter, die Departmentleiter, einfach offensiv schreibt, was man vorhat, was man machen möchte. Vielleicht auch schon eine kurze Zusammenfassung, dass sie ungefähr einen Einblick kriegen, wie man den Fachbereich eben auch ergänzen könnte. Nicht zu lange, dann haben die Leute keine Lust, das zu lesen. Genau. Das heißt aber, dass du sozusagen, um deine Bewerbung einzureichen bei der DFG, musst du die Bestätigung haben der Institutionen, zumindest von einer, dass sie sozusagen bereit wären, wenn du das erfolgreich einwirbst, dich sozusagen als Nachwuchsgruppe anzubinden. Ganz genau, das muss man vorher haben. Man braucht eine Bescheinigung, die gibt es auch als Vordruck bei der DFG runterzuladen, wo dann auch schon festgelegt wird, dass das Institut einem zum Beispiel das Promotionsrecht zubilligt, dass man lehren dürfte, wenn man möchte, und dass eben die Infrastruktur für den Aufbau der Gruppe bereitgestellt wird. Und ja, das sollte man auf jeden Fall haben. Man kann Deswegen sagte ich vorhin, da können wir gleich drüber sprechen. Man kann natürlich auch, abgesehen von den fachlichen Gesichtspunkten, kann man natürlich auch, wenn man mehrere Ansprechpartner anspricht, könnte man natürlich auch sehr forsch sein und sagen, ich möchte gern mit Ihnen über eine Tenure-Track-Option verhandeln. Und dann kann man natürlich auch danach die Universität aussuchen, wer einem von vornherein schon das bessere Angebot bietet, eine langfristige Perspektive zum Beispiel. Und im Allgemeinen ist da, kann man sich auch mal eine Absage holen? Ja. Ja, also hast du auch an Hochschulen oder Institutionen angeschrieben und die haben gesagt, tut mir leid, aber möchte wir nicht oder haben wir kein, sag ich mal, keine Zeit, keinen Raum, keine Ausstattung, die wir sozusagen. Also ich persönlich habe keine solche Absage bekommen, dass es die Ausstattung nicht gäbe. Ich kenne aber solche Fälle, Okay. dass das wirklich abgewägt wurde. Passt die Person zu dem, was wir eigentlich machen, zu unserem Schwerpunkt? Können wir uns das vorstellen, dass es unseren Fachbereich sinnvoll ergänzt? Und da kann es durchaus Absagen geben. Da muss man sich aber auch nicht von entmutigen lassen. Es sind einfach die Universitäten sicherlich genauso wie die außeruniversitären Einrichtungen, die haben einfach. Die müssen sich strukturell aufstellen, die haben einen bestimmten Plan im Kopf oder festgeschrieben, wo sie hin möchten, und da passt nun mal nicht jeder rein. Das heißt aber ja nicht per se, dass die Forschungsleistung in Frage gestellt würde. Ich habe trotzdem mir Absagen geholt in dem Sinne, aber das lag dann eher an den Sachen, die ich verhandeln wollte. Also es war zum Beispiel schon im Raum gestanden, ob ich doch woanders hingehen würde als Berliner Raum. Dann hätte es halt aber geheißen, dass ich wirklich die Familie in ein ganz neues Umfeld hätte umziehen müssen. Und das hätte ich nur gemacht, hätte sich wirklich eine Tenure-Track-Option ergeben. Und die ließ sich dann wirklich bei den Institutionen, wo ich angefragt habe, so kurzfristig nicht bewerkstelligen. Es ist halt, ich würde es jedem empfehlen, das zu probieren, solche Sachen herauszuhandeln. Es ist aber nicht immer einfach. Also vor der Antragstellung hat man keinen großen Verhandlungsspielraum. Da sagen dann die Institutionen gerne, beantragen Sie erstmal und dann werden wir sehen, ob Sie es bekommen. Das Problem ist aber, sobald man es hat, hat man eigentlich keine Zeit mehr zu verhandeln. Und für eine Universität ist ein halbes Jahr Vorlaufzeit zwischen dem Zeitpunkt, wo die Bewilligung stattfindet, und
dem Zeitpunkt, wo man die Stelle antreten sollte. Ein halbes Jahr ist zu kurz in den meisten Fällen, um eine Tenure-Track-Stelle zu schaffen, weil das dann eben wirklich in die Strukturplanung der Universitäten eingreift. Ja, deswegen würde ich das frühzeitig ansprechen, aber das ist genau der Punkt, wo man sich dann auch leicht Ja, Absagen holen absolut. kann. Genau, zum Punkt Perspektiven kommen wir auch später nochmal kurz. Da zeigen wir nochmal so ein bisschen auf, was denn langfristige Perspektiven sind. Genau, ich gucke mal kurz wieder zu Anne. Habt ihr zum Thema Bewerbungsprozess oder habt ihr noch welche Fragen an Damaris, Tipps, Tricks? Nee? Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Ihr könnt, wenn euch noch eine Frage einfällt, die natürlich auch gerne einfach später noch stellen, auch wenn es ein Thema ist, was wir schon eben hatten. Genau. So, wir sind jetzt, wir haben jetzt sozusagen erfolgreich die Nachwuchsgruppe eingeworben. Dann ist ja erstmal der nächste Schritt. Genau, wie stelle ich mir das vor? Die DFG sagt dann herzlichen Glückwunsch. Hier haben Sie zig, 1, ich weiß nicht was, Millionen. Und dann ist man mit seinem Geld da. Also wie fängt man dann an? Wie baut man sein Team? Wie finde ich überhaupt meine Leute? Hast du schon Leute aus der Schweiz mitgebracht? Hast du die vorher schon angesprochen? Und wie lange dauert das wirklich, bis man eigentlich arbeitsfähig ist? Wenn man dann mal die Zusage erhalten hat, der DFG. Es kann eine ganze Weile dauern, bis man arbeitsfähig ist. Das ist auch von Institution zu Institution unterschiedlich. Ich denke, wenn man schon vorher dort arbeitet, es gibt ja auch den Fall, dass Leute schon eine Postdoc-Stelle bekommen haben an einem Institut, aber eben lange genug im Ausland waren, dass sie trotzdem noch für Eminöter zum Beispiel in Frage kommen, dann ist es deutlich einfacher, wenn man schon dort ist. Dann hat man zum Beispiel oft auch die Möglichkeit, dass bevor die eigene Stelle eigentlich losgeht, dass man dann schon die Ausschreibungen vorbereiten kann. Wenn man aber selber, so wie ich, einfach startet und anfängt und dann darf man eben auch ab diesem Zeitpunkt meistens erst die Ausschreibungen machen, weil das, ja, es ist einfach anders organisatorisch, administrativ nicht machbar in den Universitäten. Wichtig ist, dass man, das gehört auch so ein bisschen zu den Sachen, die man vielleicht vorher mit im Auge behalten sollte, dass man den Support hat überhaupt, die Unterstützung an der Fakultät, im Institut. Sekretariatsunterstützung ist ganz wichtig. Das würde ich, wenn möglich, auch schon vor der Antragstellung verhandeln. Gehört zu einem der Sachen, die ich gerne schwarz auf weiß hätte, bevor ich den Antrag stelle. Weil das hilft dann ungemein für den Aufbau der Gruppe, um einfach diese, da sind so viele Formulare teilweise, man muss beantragen, ich möchte eine Stelle ausschreiben, dann muss das durch die Personalverwaltung, durch den Personalrat, dann bekommt man erst die Rückmeldung, dass man überhaupt ausschreiben darf. Dann müssen die ganzen Bewerbungen, also dann ist die Bewerbung offen, man kriegt die Bewerbungen, man muss die alle sortieren, man muss sich wieder verteidigen vor dem Personalrat, warum man welche Bewerbung wie bewertet, etc. Also da kann sehr viel Zeit und sehr viel Geduld draufgehen und da ist es ganz wichtig oder sehr hilfreich, wenn man eben zum Beispiel eine gute Sekretariatsunterstützung hat. Ja, Wie? und kann man aber auch, wenn man sagt, ich habe da schon Leute, ist es halt relativ einfach, die sozusagen dann mitzunehmen oder muss man jede Stelle auch dann ausschreiben, die man im Prinzip zu vergeben hat? Das würde ich sagen, ist sehr einzelfallabhängig. Also das kommt dann eben auch sehr auf die Universitäten an. Ich kann mir vorstellen, dass es in einem oder anderen Fall an einem außeruniversitären Forschungsinstitut sogar einfacher ist, solche Sachen zu besprechen. Es liegt einfach daran, dass der Personalrat und die Personalverwaltung kleiner ist. An der Uni kommt es dann wirklich sehr auf die Größe an, wie schnell man Sachen umsetzen kann. Es kommt da manchmal einfach auch auf den persönlichen Draht an, wie gut man mit den Sachbearbeitern redet, wie gut das Institut schon Vorarbeit geleistet hat und eine gute Verbindung zu den Sachbearbeitern aufgebaut hat. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also man kann es im Einzelfall machen, aber es funktioniert nicht an jeder Uni. Und nochmal zum Team, also auch zur Teamgröße. Das überlegt man sich ja im Prinzip schon wahrscheinlich vorher im Antrag. Wie groß soll mein Team sein? Wie groß ist dein Team jetzt zum Beispiel? Jetzt gerade habe ich eine Doktorandin und einen Postdoc. Jetzt läuft gerade oder es soll demnächst anlaufen noch eine weitere Stellenausschreibung. Also eigentlich rechne ich damit, dass wir zumindest für die Dauer von 3 Jahren, für die Kernzeit des Projektes insgesamt 4 Leute sind und aber immer noch eine gewisse Freiheit haben, studentische Hilfskräfte dazu zu bitten, beziehungsweise auch noch ein bisschen Geld haben für eine zusätzliche Kraft, ob wir dann eben technische Unterstützung brauchen oder wissenschaftliche Unterstützung im Postdoc. Da ist sozusagen noch ein kleiner Puffer eingearbeitet.
Genau, man muss sich das eigentlich bei der Antragstellung überlegen. Also man muss ja sehr genau herausarbeiten, welche Arbeitspakete hat das Projekt eigentlich, wie kriege ich das gut abgewickelt oder am effizientesten abgewickelt. Man muss sich gut überlegen, für was man einen Postdoc braucht, eine Doktorand, einen oder eine Doktorandin braucht oder wofür man technische Mitarbeiter braucht. Und man muss das dann eben auch je nach Förderprogramm sehr gut begründen. Also bei der DFG muss man zum Beispiel, wenn man einen Postdoc einstellen will, das halt sehr gut begründen im Antrag. Und bei der DFG kann es auch sein, dass eben, dass der Antrag durchkommt, aber trotzdem weniger Geld bewilligt wird. Dass eben Stellen, die nicht gut begründet wurden im Antrag, rausfallen. Gleichzeitig hat die DFG jetzt aber eine flexibilisierte Förderung. Ich glaube, das ist auch bei sehr vielen dieser Programme der Fall. Beim ERC ist es auf jeden Fall der Fall. Ich glaube, beim Freigeist Fellowship ähnlich. Ich denke auch an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Das heißt, man kann sich durchaus nochmal anders entscheiden. Aber man sollte immer im Kopf behalten, dass die Arbeitspakete bedient sind. Also bei mir ist zum Beispiel ein Doktorand jetzt sehr kurzfristig abgesprungen, weswegen ich jetzt nochmal neu ausschreibe. Und da das Projekt jetzt aber schon seit 10 Monaten läuft, habe ich jetzt entschieden, dass ich die Doktorandenstelle in eine Postdoc-Stelle umwandle, um eben rechtzeitig die Meilensteine zu erreichen. Und die Freiheit hat man meistens. Das heißt aber, dass man sozusagen nur wissenschaftliches Personal beantragt, wie du ja eben schon gesagt hast, muss man das mit der Uni verhandeln, dass man sozusagen auch Zugriff, sage ich mal, auf Verwaltungsangestellte hat, die einen da so ein bisschen unterstützen, wenn es jetzt sei es um Bestellungen, Rechnungen bezahlen, die ganze Budgetverwaltung oder macht man das dann doch irgendwie wieder alleine, oder? Ja und nein. Also das ist bei der DFG, kann man eben keine Sekretariatsausstattung dazu bekommen. Da wird wirklich davon ausgegangen, dass das Institut das stellt, die Infrastruktur bereitstellt. Das ist nicht bei allen Förderprogrammen so. Also ich weiß zum Beispiel beim BMBF kann man durchaus und ähnlich beim ERC kann man durchaus einplanen, dass man eine Art Koordinatorenstelle braucht. Wenn man das gut begründet, dass das Projekt das wirklich nötig hat, zum Beispiel weil viel vorbereitende Aufgaben sind, viel Auslandkorrespondenz, wo man viele Akteure immer zusammenbringen muss. Da lohnt es sich wirklich, über eine Koordinatorenstelle nachzudenken. Und die kann man auch durchaus bekommen, wenn es gut Okay. begründet ist. Ich gucke jetzt einmal ganz kurz. Anna hat mir hier 2 Fragen reingereicht. Vielleicht beantworten die wir einfach mal zwischendurch. Erste Frage: Gibt es bei jedem Programm fest vorgegebene Zeiten, an denen das Programm angetreten werden muss? Nachbewilligung. Du kannst aber wahrscheinlich jetzt nur für das Eminöter. Das heißt, genau, musst du da einen Anfangszeitpunkt, sagen wir, schon vorher festgelegt haben? Oder kann das dann auch nochmal, kannst du sagen, ich möchte es doch ein Jahr später anfangen? Es ist nicht ausgeschlossen, es ist vielleicht schwierig. Also genau, man findet eigentlich diese Informationen, findet man, wenn man sich die Programme genauer anguckt. Also die DFG sagt zum Beispiel, ich glaube sogar in den FAQs, dass innerhalb von 6 Monaten die Stelle anzutreten ist. Aber auch da gibt es dann gewisse Freiheiten. Also erstmal muss man sehen, dass auch der Begutachtungsprozess anders verlaufen kann, als man sich das vorstellt. Beim ERC gibt es natürlich wirklich die Fristen und die werden auch eingehalten. Da weiß man, wenn da steht, im März bekommt man Bescheid, dann bekommt man auch im März Bescheid. Bei der DFG kommt es immer darauf an, wann man einreicht. Also man kann zwar immer einreichen, aber man muss sehen, dass sich das Panel 4-mal im Jahr trifft. Also wenn man dann genau nach der letzten Panelsitzung einreicht, dann muss man schon mal 2, 3 Monate länger warten als diese mittleren 4 bis 6 Monate. Und dann muss man ja auch zu einem Interview erscheinen bei der DFG. Bei mir war das sogar so, dass ich meinen ersten Interviewtermin nicht kommen konnte und den dann tatsächlich nochmal verschieben durfte. Das heißt, da hat sich's auch nochmal um 3 Monate verschoben. Dann hat sich bei mir nach der Bewilligung auch nochmal mit dem Institut die Verhandlungen als nicht so einfach herausgestellt und ich durfte dann nochmal wechseln. Ursprünglich war die Humboldt-Uni nicht als erste Wahl gedacht. Und auch da war die DFG sehr flexibel, hat mir große Freiheiten eingeräumt und da ich meine Arbeit aus der Schweiz erst kündigen musste und gesagt habe, ich kann erst kündigen, wenn ich wirklich die Zusage habe, dass ich diesen Arbeitsvertrag bekomme und alles so ist, wie ich das möchte am Institut, da hat mir die DFG auch eingeräumt, dass ich dann sogar fast ein Jahr nach der Bewilligung erst angefangen habe. Also auch die 6 Monate sind verhandelbar, aber immer nur
mit guter Begründung. Okay, also es wird einem da schon aber auch entgegengekommen, Auf jeden wenn Fall. man Ich weiß nicht, schriftlich das wie, begründen ja, ich kann. weiß nicht, wie es bei allen Förderprogrammen ist, aber die DFG geht auch auf Einzelfälle ein. Gut, da haben wir noch eine Frage zu dem Thema Verhandlung mit der Hochschule. Hier fragt jemand, manche Nachwuchsgruppenleiter haben das Gefühl, bei Verhandlungen mit der Uni über den Tisch gezogen zu werden. Gibt es da irgendwelche Warnzeichen oder Punkte, worauf man vielleicht während der Verhandlung schon achten sollte? Das Oder ist so eine Warnsignale? schwierige Frage, weil ich mir vorstellen kann, dass es natürlich sehr unterschiedliche Aspekte gibt, wo man über den Tisch gezogen werden kann. Wenn aber jede Frage, die man stellt, irgendwo abgeblockt wird und man nicht das Gefühl hat, dass man klare Antworten kriegt, zum Beispiel, wenn man fragt, wie viele Büroräume kriege ich? Man, und alles schriftlich geben lassen, also alles schwarz auf weiß haben, dass man zum Beispiel 2 bis 3 Büroräume braucht. Wer ein Labor braucht, dass er es schriftlich hat, dass er dieses Labor mit der und der Ausstattung benutzen darf, schriftlich haben, dass man das Sekretariat benutzen darf und auch idealerweise schriftlich haben, welche Gehaltsstufe man bekommt. Und das, denke ich, sind recht einfache Punkte, wo man dann sieht, wenn die Uni einem nicht entgegenkommt, dann ist das ein deutliches Signal, dass man vielleicht noch mal mit einer anderen Institution sprechen sollte. Okay, so wir gehen jetzt erstmal nochmal weiter. Was mich nochmal interessieren würde, ist jetzt nochmal zurück sagen, es das heißt ja Nachwuchsgruppenleitung. Das heißt, man ist vorher Postdoktorand in den meisten Fällen und auf einmal, wenn man dann sein Team gefunden hat, hat man eine Gruppe zu leiten. Ist das erstmal etwas, was einen überfordert? Braucht man da Fähigkeiten, die man sich vielleicht erstmal irgendwie anlernen muss? Oder hast du dich da irgendwie darauf vorbereitet? Ja, also es kann schon, es ist eine deutlich andere Rolle, als man bisher hatte, jedenfalls wenn man direkt aus der Postdoc-Phase kommt. Also als Postdoc hatte zumindest ich das Glück, dass ich sehr frei arbeiten durfte, dass ich sehr stark mich auf meine eigenen Projekte fokussieren durfte, manchmal eben auch sehr egoistisch sein durfte. Und das geht natürlich als Nachwuchsgruppenleiterin nicht mehr in dem Umfang. Man muss wirklich darauf achten, dass man auch Personalverantwortung hat, Führungsverantwortung hat und auch dafür verantwortlich ist, dass die Angestellten, ob es Postdoc oder Doktorandin oder Techniker ist, dass die eine gewisse Anleitung brauchen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch die Projektziele verwirklichen. Das muss man immer im Kopf behalten, wie und jede Person ist unterschiedlich. Manche Personen sind unheimlich ambitioniert. Das kann gut sein fürs Projekt, kann aber auch bedeuten, dass man ihnen eigentlich mehr Freiheiten geben muss. Man muss immer individuell entscheiden, wie geht man mit jeder Person um. Und da sollte man sich, wenn möglich, gut drauf vorbereiten. Also ich hatte das Glück, dass ich in meiner vorherigen Postdoc-Position einen sehr guten Mentor hatte. Dadurch, dass bei mir auch schon das Ziel immer im Kopf war, dass ich versuchen würde, wollen, eine Gruppenleiterstelle zu beantragen, haben wir uns eben auch speziell dazu viel ausgetauscht. Auch dazu ausgetauscht, was bedeutet es, Doktoranden zu betreuen, wie mache ich das. Ich habe mir schon versucht, vorher eine Strategie zu erarbeiten, wie ich eine Betreuung angehen würde, wie ich die 3 Jahre Doktorandenphase gestalten würde, weil auch die Betreuung, die man leisten kann oder möchte, ist sicherlich nicht homogen über die 3 Jahre verteilt, sondern am Anfang muss man ein bisschen mehr investieren. Dann muss man den Doktoranden, die ja selbstständige Wissenschaftler werden wollen und sollen, eben auch eine gewisse Freiheit gewähren. Zum Ende muss man aber auch wieder aufpassen, dass sie auch tatsächlich fertig werden mit der Doktorarbeit. Also das gibt ja verschiedene Phasen und auf die sollte man sich auf jeden Fall einstellen. Und beim Postdoc genauso. Also auch da sollte man sich vielleicht nochmal reflektieren, was hätte man selber gerne gehabt als Postdoc oder wenn man eben wirklich eine sehr gute Betreuung hatte, was waren die Punkte, die einem sehr gut gefallen haben und dass man sich dann wirklich eine Art, ja, Tabelle macht, was sind meine Erwartungen an meine Mitarbeiter und an meinen Postdoc, aber auch im Gegenzug, was kann mein Postdoc, meine Doktoranden, mein Techniker, was können die von mir erwarten? Ich weiß ja, dass es bei manchen Programmen auch gezielt Weiterbildungsangebote bestehen. Ich weiß, beim Helmholtz zum Beispiel muss man so einen Workshop durchlaufen, bevor man so eine Nachwuchsgruppe leiten darf. Wie sieht das bei der DFG aus? Kommen da Angebote, die man wahrnehmen kann?
Bei der DFG gibt es tatsächlich sehr gute Angebote. Also die DFG hat ein großes Augenmerk auf die Aminöter Nachwuchsgruppenleiter und möchte die wirklich zu Führungspositionen bringen. Hat zum Beispiel jedes Jahr eine Aminöter Konferenz, wo auch sehr viel Austausch gewährleistet ist zwischen den Aminöter Gruppenleitern, aber auch zwischen Aminöter Alumni. Und das ist sehr hilfreich, weil man da einfach direkten Austausch hat. Man trifft auch direkt die DFG-Sachbearbeiter, was auch sehr schön ist, dass man da dann eben lernt, dass man wirklich immer Fragen stellen darf. Genau, also diese kleine, und da gibt es dann kleinere Workshops, zum Beispiel durch den Deutschen Hochschulverband oder eben durch die Alumni, die sehr hilfreich sind. Dann gibt es auch noch Möglichkeiten über das ZWM, wie heißt das Zentrum für Wissenschaftsmanagement. Die haben auch etliche Kurse, die zum Teil direkt von der DFG bezahlt werden, wenn man Aminöter gefördert ist. Und an den Unis gibt es ja auch einiges. Also die meisten Unis haben ja heutzutage Graduate Schools, die eben auch zum Beispiel Seminare anbieten für gute Betreuung etc. Also da kann man einiges wahrnehmen. Okay. Dann wäre meine Frage sozusagen, ich meine, das hört sich an, ob das auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Man weiß das ja auch selber von seinem Doktorvater oder Mutter, dass halt man, desto höher man rutscht, auch sehr viel mit halt Personalführung und Verantwortung, administrativen Sachen beschäftigt sind. Wie sieht denn dann dein Arbeitsalltag aus? Wie viel Forschung kannst du selber sozusagen in deiner Gruppe eigentlich noch machen? Nicht so viel. Also ich versuche zumindest, sagen wir, 40 bis 50% meiner Zeit für die Forschung aufzutreiben. Man muss natürlich sagen, dass die Betreuung meines Teams ist in dem Sinne ja auch Forschung, weil das natürlich alles zum Projektziel beiträgt und da liegt ja auch meine Verantwortung, eben diese Betreuungsleistung auch zu geben. Das würde ich, aber natürlich vermisse ich es manchmal irgendwie selber noch meine eigene Forschung machen zu können. Da muss man dann irgendwie einen Mittelweg finden. Ich habe zum Beispiel zwei Homeoffice-Tage, die ich aber auch schon ganz lange im Hinterkopf habe, dass ich mir die immer rausschlagen würde, weil man, wenn man einfach im Büro ist, finde ich, geht es mir so, dass man dann viel zu viele Termine hat, mit viel zu vielen Leuten diskutieren kann und möchte und muss. Also ist ja beides positiv und negativ manchmal. Und ich versuche mir wirklich immer schon seit Jahren 2 Tage zu Hause herauszuhandeln, wo ich die Tür zumachen kann und da ganz konzentriert arbeite. Und das mache ich nach wie vor, auch mit dem Team. Genau, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr vereinnahmen lässt durch Gremien, arbeiten. Das kommt natürlich auch ganz schnell. Ja, da haben wir auch gleich nochmal, ich gucke nochmal einmal kurz zu Anne, ob noch Fragen sind, bisher nicht. Ich habe auch schon gesehen, dass wir schon in der Zeit recht fortgeschritten sind. Aber zum Thema, wo du das gerade so angesprochen hast, Gremien und Lehre, wie sieht denn das aus? Kann ich mich in die Lehre einbringen? Wird das denn von mir überhaupt erwartet? Es ist ja auch so ein bisschen das Ziel einer Nachwuchsgruppe, dass man vielleicht danach auch eine Professur bekleidet. Da braucht man ja eine gewisse pädagogische Eignung, wie das manchmal auch so schön in Stellenausschreibungen heißt. Kann ich mir die irgendwie aneignen oder habe ich da die Möglichkeit, da Erfahrungen zu sammeln? Ja, also auch das sollte man vorher aushandeln. Ich habe auch schon gehört, dass das nicht an allen Unis immer gleich gern gesehen wird. Das Erminöter-Programm verlangt es ja auch nicht explizit, sondern hat solche Formulierungen, wenn derjenige möchte, dann darf er 2 SWS unterrichten. Da sollte man auf jeden Fall vorher darauf achten, ob die Universität das auch wirklich gewährleistet. Und es ist natürlich wichtig für den Lebenslauf, es wird von allen Seiten einem immer empfohlen, dass man eben Lehre macht. Gleichzeitig sollte man aufpassen, dass es nicht zu viel wird und abwägen, ob man eben in eine bestehende Vorlesung oder Veranstaltung mit beitragen möchte oder ob man eine eigene designt, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt ein ganz eigenes Mastermodul designt, was mir unheimlich viel Spaß macht, was natürlich auch den Vorteil hat, dass ich dann gezielt das unterrichten kann, was ich vielleicht auch in potenziellen Masteranden eben sehen möchte, also was dann eben auch über kurz oder lang zu meiner eigenen Forschung beitragen könnte, hat aber den Nachteil, dass ich unheimlich viel Zeit natürlich investiere, um das Modul komplett neu aufzubauen, die Themen zu erarbeiten. Da muss man sicherlich immer abwägen. Und an den Universitäten muss man unterscheiden. Einerseits wird natürlich gern gesehen, wenn man mehr macht, als man müsste. Andersrum
ist es manchmal auch schwierig. Kenne ich auch nicht in jedem Einzelfall, muss man aber wissen, dass es manchmal so ist, dass wenn mehr Lehre angeboten wird, dann müssen die auch mehr Studierende aufnehmen und da ist nicht jede Fakultät oder Institut wirklich bereit dazu, weil die Nachwuchsgruppenleiter eben nicht unbedingt im Strukturplan mit drin stehen und die gehen dann weg und die Studierenden sind immer noch da. Genau, wie ist denn nochmal dazu, wie ist denn das Verhältnis zu den, ich sag mal, anfänglich etablierten Professorinnen und Professoren? Wird man da, wie ist der Austausch, wie ist die Einbindung, welche Position nimmt man da ein als Nachwuchsgruppenleiterin? Das kann sehr unterschiedlich sein. Also es gibt ja die Fälle, dass Nachwuchsgruppenleiter gleichzeitig auf eine Juniorprofessur berufen werden. Dann haben sie natürlich auch alle Rechte und Pflichten der Juniorprofessoren und sind eben auch im Professorium, in der Hochschullehrerrunde mit eingebunden. Wenn die Nachwuchsgruppenleiter, was ja in die Regel ist, eigentlich nur als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt sind, wie es auch bei mir der Fall ist, dann kann es manchmal komisch sein. Man hat dann eben eine seltsame Rolle dazwischen. Man ist weder Postdoc noch Doktorand noch Lehrstuhlinhaber. Trotzdem ist man eigentlich eher auf der Ebene der Lehrstuhlinhaber. Man hat das Promotionsrecht, man hat ein eigenes Team, gehört aber eben nicht zur Professorenrunde. Also es ist manchmal seltsam. Und auch die Professoren wissen nicht immer, wie damit umzugehen ist. Und das gilt auch für die außeruniversitären Forschungsinstitute, die jetzt neuerdings eben Nachwuchsgruppen haben, wie Leibniz, die haben jetzt dieses Jahr die erste Runde. Da müssen sich auch viele der etablierten Wissenschaftler erst nach und nach daran gewöhnen, was es eigentlich bedeutet, jetzt komplett aus dem herkömmlichen Muster auszubrechen und Nachwuchsgruppen zu haben. Und kann es auch nochmal sein, dass da vielleicht ein gewisser, ich sag mal, ein angeblicher Neid ist, weil man doch vielleicht eine andere wissenschaftliche Autonomie hat als ein Lehrstuhlinhaber? Oder hat man Ja. diese Autonomie vielleicht gar nicht? Und man denkt es immer nur, dass die Nachwuchsgruppenleiterinnen in ihrer Forschung doch recht frei sind? Ich glaube, es ist ganz oft so, dass man eigentlich, dass beide Seiten neidisch aufeinander gucken. Als Nachwuchsgruppenleiter guckt man mit unter Umständen natürlich auch neidisch auf die tatsächlichen Professoren oder Gruppenleiter an einem Forschungsinstitut, weil man denkt, die haben es geschafft, die haben schon die langfristige Perspektive und ich selber muss immer noch kämpfen. Während natürlich die etablierten Wissenschaftler auch teilweise neidisch auf die Nachwuchsgruppenleiter gucken, weil wir eben so viel Zeit noch für die Forschung haben, weil wir eben viel einfacher Nein sagen können zu manchen Lehrveranstaltungen, zu manchen Gremienleistungen, weil wir sagen, nein, unser Fokus liegt auf der Forschung, wir kriegen nur dafür Geld. Das ist unser gutes Recht. Und die Professoren haben natürlich nicht immer dieses Recht. Genau, wir haben hier nochmal zwei Fragen bekommen. Bei der einen Frage, sollte man sich als Emmy Noether Nachwuchsgruppenleiter, Leiterin habilitieren? Ich glaube, da kommen wir ja gleich noch ein bisschen zu den Perspektiven. Die würde ich jetzt einmal hinten ranstellen. Und die andere Frage ist, wenn man eine Hausstelle als Gruppenleiter hat, ist das gegebenenfalls kontraproduktiv für eine Antragstellung? Also, weißt du, da ist das eine Voraussetzung, dass man sagen, nicht schon eine unbefristete Hausstelle bekleiden darf? Ich denke mal, so ist das genannt. Also bei der DFG müsste man noch mal gucken. Also wenn man eine unbefristete Stelle hat, dann darf man eigentlich keine Eminöter-Gruppe beantragen. Beim Eminöter ist es ja so, dass zum Beispiel Juniorprofessoren das auch beantragen können und unter Umständen auch befristete B2. Also da denke ich, liegt das Hauptaugenmerk wirklich darauf, dass man befristet ist. Wenn man unbefristet ist, hat man kein Anrecht auf die Nachwuchsgruppe, zumindest bei der DFG. Ich weiß nicht, wie es bei allen der Programme ist. Okay, da müsste man sich vielleicht dann nochmal spezifisch informieren, aber ich bin mir sicher, da kann man auch wirklich einfach mal bei der Ja. DFG, bei dem Ansprechpartner anrufen und die Bei ERC zum fragen. Beispiel darf man natürlich immer beantragen. Beim ERC ist es ein Vorteil, wenn man schon die Hausstelle hat, weil man dann eben den gesamten Batzen an Forschungsvolumen, was man bekommt, für die Mitarbeiter und alles, was man noch braucht, ausgeben kann und nicht für sein eigenes Salärgehalt. Entschuldigung. Genau. Habilitieren, genau. Wir gehen einfach noch mal kurz zur nächsten Folie und gucken uns mal ein bisschen die Perspektiven an. Ich habe das mal für das Emmy-Noether-Programm. Da gibt es ganz gute Zahlen, die DFG zur Verfügung stellt. Weil eine Frage war ja, sollte man habilitieren?
Das Emmy-Noether-Programm zielt ja darauf ab, dass man sozusagen mit der Leitung dieser Nachwuchsgruppe eine habilitationsäquivalente Voraussetzung sich schafft und dass man sozusagen nicht habilitieren muss, um danach eine Professur zu bekleiden. Und in der Tat hat die DFG auch bekannt gegeben, dass es halt der Trend dahin geht, dass immer weniger Leute habilitieren. Ja, in der Tat sind es sozusagen über 60%, die keine Habilitation haben. 30,9% sind habilitiert nach Förderentscheid. Und die Perspektive zeigt, dass doch die meisten, also gut zwei Drittel, 60%, am Ende eine Professur haben. Das kann eine W2- oder W3-Professur sein und unbefristet angestellt sind. Und das sozusagen nicht immer mit einer Habilitation. War das für dich ein ausschlaggebender Punkt, auch das Emmy-Noether zu beantragen, weil du weißt, dass du später sozusagen den Weg der Professur wählen möchtest? Nein. Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass ich in meinem Fachbereich überhaupt habilitieren muss, aber eben auch dadurch, dass ich im Ausland war und da ja ständig sehe, dass die Habilitation im Prinzip abgeschafft ist. Das ist aber von Fachdisziplin zu Fachdisziplin unterschiedlich. Ich denke, man sollte da sich ruhig zum Beispiel mal Ausschreibungstexte angucken oder die Fakultätsordnungen. Da steht ja eigentlich immer definiert, was eine habilitationsäquivalente Leistung ist, die ja immer verlangt wird, wenn man sich auf Professuren bewerben will ab W2. Und in den Ordnungen, Habilitationsordnungen kann man dann relativ einfach lesen, zum Beispiel, ob die kumulativ möglich ist. Es gibt Fachbereiche wie in den Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften, wo das einfach immer noch nicht gang und gäbe ist, dass man kumulativ, also mit einer Vielzahl an Artikeln, sich habilitieren kann, sondern immer noch eine große Monographie schreiben muss. Wenn man das sieht in der Habilitationsordnung, dann ist, denke ich, die Konsequenz recht klar, dass man womöglich eben habilitieren sollte in dem Fachbereich. In meinem Fachbereich ist es so, dass man eigentlich überall sieht, man muss so und so viel Paper einfach haben. Das ist sehr unterschiedlich von Universität zu Universität. Aber genau, da zähle ich dann einfach für mich selber durch. Erfülle ich diese Kriterien? In den meisten Fällen muss ich sagen, ja. Da kann man sich auch ruhig die unterschiedlichen Landeshochschulgesetze angucken oder unterschiedliche Universitäten, die Habilitationsordnungen. Und da sehe ich für mich selber kein Problem und auch nicht die Notwendigkeit zu habilitieren. Genau, es ist vielleicht auch nochmal einfach wichtig, kurz zu erwähnen, wir hatten das am Dienstag mit den Ruhr Detmar vom DHV schon besprochen, dass eine Nachwuchsgruppenleitung nicht automatisch bedeutet, dass man danach sozusagen eine Tenure-Track Option hat, sondern das ist wirklich auch eine Behandlungssache, wie der Maris auch eben schon erwähnt hat. Aber es ist eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren für eine Professur. Aber es ist wirklich, man muss das vorher sich informieren und gegebenenfalls dann entsprechend behandeln. Ja, wichtigere Punkte sind, also vielleicht spricht man auch mal mit Professoren, wenn das Ziel jetzt wäre, eine Professur in Deutschland, sollte man ruhig sich mal mit einigen Professoren der eigenen Fachrichtung austauschen und einfach fragen, auf was die Wert legen in den Berufungsverfahren. Und das ist natürlich die Lehre, dann die Betreuung, ob man schon Masteranden, Bacheloranden, Doktoranden betreut hat. Und die Punkte muss man natürlich auf jeden Fall sammeln auf seinem Lebenslauf. Und die sind dann unter Umständen wichtiger als der Titel habil. Genau, wir können auch nochmal zur nächsten Folie zeigen. Das ist einfach nur, um euch zu zeigen, was denn so die Perspektiven sind der Nachwuchsgruppen. Auch Max Planck hat eine Statistik rausgegeben. Und auch da sieht es so aus, dass ungefähr 61% aller Forschungsgruppenleiter, Leiterinnen am Ende eine W2 oder W3 Professur innehaben. 11% werden Max-Planck-Direktorin oder Direktor. 17% sind außerhalb der Wissenschaft tätig und 11% bekleiden eine andere wissenschaftliche Position an einem Institut. Also auch hier sind diese 60%, die am Ende wirklich eine Professur haben. Ich gucke jetzt nochmal rüber zu meinen beiden Kolleginnen. Es sind keine weiteren Fragen. Eine Frage kommt noch. Genau, ich warte mal, bis Anne mir die Frage rüberspielt. Hier nochmal zwei, drei andere Sätze zur Statistik. Also auch bei den Helmholtz-Nachwuchsgruppen wird gesagt, dass einfach viele Gruppenleiter am Ende eine Professur bekommen. Und auch bei dem Programm der BI-Stiftung sind 85% am Ende ein Professor oder Professorin. Genau, hier kommt noch eine Frage. Wie viel Paper braucht man, um sich beim Emmy-Noether zu bewerben? Gibt es da eine Zahl oder? Ich
Glaube nicht. Also das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich jetzt so überlege, also man kriegt ja auch danach das Gutachten oder die Gutachten zugespielt. Und da habe ich zum Beispiel auch rausgelesen, es herrscht schon immer noch die typische professorale Haltung in Deutschland. Und für Erminöter muss man sagen, da ist das erklärte Ziel der DFG, die wollen mit den Erminöter Nachwuchsgruppenleitern, die wollen diese Gruppenleiter eben zur Professur bringen. Das heißt, man wird auch danach bewertet, ob man es zu einer Professur schaffen kann. Und da zählen zum Beispiel eben auch, wie gesagt, Betreuungsleistungen auch schon während der Antragstellung, was man bis dahin gemacht hat. Paper zählen natürlich auch, aber ich kann nicht sagen, wie viele. Wichtig ist vielleicht eher der Aspekt, dass man zeigen kann, dass man unabhängig ist. Also unabhängig auch vom Doktorvater, Doktormutter. Das ist vielleicht entscheidender, dass man wenigstens eine wichtige Publikation hat ohne Doktorvater oder Doktormutter darauf. Das wäre vielleicht wichtiger. Beim ERC zum Beispiel ist es noch deutlich wichtiger. Also beim ERC werden alle von der Publikationsliste eigentlich alle Paper runtergestrichen, wo man nicht Erst- oder Letztautor ist und alle, wo der Doktorvater, Doktormutter mit draufsteht. Und dann kann man sich selber ausrechnen, wie viel man dann noch hat. Wenn dann null unterm Strich steht, ist es zu wenig. Okay. Gibt es weitere Fragen? Genau, dann hätte ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten, dann habe ich sonst einfach noch mal eine Frage. Diesen Punkt Mobilität, Flexibilität hatten wir gar nicht angesprochen. Ist ja auch möglich, im Prinzip jetzt mit deiner Nachwuchsgruppe woanders hinzugehen. Ist das irgendwie ein Punkt, der dir wichtig war? Hat man das im Hinterkopf, dass man zur Not auch einfach sagen kann, ich möchte jetzt doch noch mal den Ort wechseln? Oder und Ja, geht das überhaupt so einfach? Also nimmt man dann Gruppe und Infrastruktur und Geräte, die man vielleicht sich angeschafft hat, nimmt man die einfach mit? frage ich mich auch gerade, ob das so einfach ist. Also ich glaube, dass es relativ schwierig ist, einfach nur aus persönlichen Gründen nochmal mittendrin zu wechseln. Also für mich war es möglich, vor Antritt nochmal die Institution zu wechseln. Und da hat die DFG auch gesagt, dass ihnen es lieber ist, wenn ich es jetzt vor Antritt verhandle, als zwischendrin. Also die Hürde ist deutlich größer, wenn man schon begonnen hat mit der Gruppe. Was natürlich immer geht, ist, wenn man irgendwohin berufen wird. Dann kann man ganz klar die restlichen Mittel mitnehmen und das sollte an sich problemlos funktionieren. Man muss dann natürlich mit bestimmte Fristen an den Unis beachten. Also es hängt ja dann eben auch zusammen mit den Verträgen der Mitarbeiter und der Programmpauschale. Da gibt es sicherlich Unterschiede, wie schnell man das umziehen kann, aber man kann es. Okay. So, ich habe noch mal einen letzten Blick zu dir, Anne. Es gibt noch eine Frage. Sollten die Paper vor dem Antrag auf eine Nachwuchsgruppe schon etwas mit dem Thema zu tun haben, das man in der Nachwuchsgruppe bearbeiten möchte? Wenn das nicht alle verstanden haben, ich wiederhole es nochmal kurz. Sollten die Paper, die man sozusagen in den Antrag angibt, sollten die schon was mit dem Thema zu tun haben, was man sozusagen in der Nachwuchsgruppe bearbeiten möchte? Idealerweise schon. Also es muss natürlich, man kann sich auch neu orientieren in dem Antrag und man kann ja auch ein Risiko wagen und sagen, man möchte sich in eine andere Richtung entwickeln, aber man sollte dann eben schon zeigen können, dass man eine gewisse Vorleistung erbracht hat, was ja auch einfach eine Art Sicherheitsnetz ist, dass man sagen kann, ich bin mir bewusst, wie kompliziert diese neue Aufgabe sein kann oder nicht. Ich weiß die Risiken und das muss man halt irgendwie zeigen. Bei Erminöter wird aber auch gerne geguckt, ob man sich, also es ist mein Gefühl, es ist auch nicht in allen Fällen so, aber es wird auch gerne geguckt, ob man sich in eine bestimmte Richtung zielgerichtet fortbewegt. Also, dass der Lebenslauf und eben auch die Forschungsleistung logisch aufeinander aufbauen und zu dem vorläufigen Zenit der Nachwuchsgruppe hinführen, das würde dann eher dafür sprechen, dass natürlich die Paper, die Vorleistungen eben auch zu der Gruppe passen. So, ich sehe da von euch keine Reaktion. Dann danke ich dir, Damaris, ganz Ja, herzlich, vielen dass Dank, du sehr gern. unser Gast warst heute. Ich danke euch natürlich, dass ihr zugehört habt. Genau, und dem Ministerium des NSW danke ich für die Förderung der Webinare.